lauter rufen hier. Also. Irgendwie wäre so ein Frühstücksei schlecht. Ach Kinder, das kann gar nicht gehen. Wisst ihr auch warum? Hier sitzt ja noch die Mücke drauf. Und so eine Mücke, die wiegt ja bestimmt so viel wie ein Elefant. Keine C-Säulenentlüftung, schmale B-Säule, erste Serie hier, also für das Modell, erste Serie, Fuchsfänger sagen wir immer dazu, wunderschön erhalten, originale Innenausstattung, sieht aus wie gesattelt. Eine wunderschöne Schwalbe samt Anhänger. Schwalbe tiefer gelegt, was hast du noch gemacht? Dicke Felgen. Und ja, hier so ein Anreißhebel, aber das ist nur Quatsch. Das fährt sich blöd. Sitzbank? Die habe ich geschenkt gekriegt von meinem Freund Leon. Hallo. Willst du deine Mutti mal grüßen? Ja, Mutti, du bist zwar nicht hier, aber hallo. So ein scharf gemachter Zweizylinder in einem Trabant mit einer fetten Resoblase. Svenny, wunderschönes Auto, das weißt du. Innenausstattung so ein bisschen mit diesem roten Dach an GTI angelehnt, also die GTI-Karos, rote Keder. Ja, immer wieder das Rot, findet man überall, die BBS-Embleme und so weiter. So ungefähre Leistung, jetzt so wie er da steht. Das ist schwierig, wir haben es ja probiert zusammen, bei Jahreserben. Ich denke mal so irgendwas zwischen 45 und 55 PS. Ich habe einen längeren Arm als du. Nee, wir machen das jetzt mit meinem Arm. Na dann los. Läuft ja schon. Na? So, also, ich bin jetzt zum zweiten Mal hier in Asendorf auf dem Treffen. Diesmal hast du zwei Regenschauer eingebaut. Ne? Ja, waren ja leider. Auch der Staub auf den Autos, weißt du? Ja. Der ist jetzt runter. Ja, letztes Jahr war es der Staub, der nicht so schön war, weil es eben so trocken war. Dieses Jahr war es der Regen. Hm. Können wir leider nichts dran ändern. An vielen Sachen ja, an der Sache leider nicht. Von daher war trotzdem schön, glaube ich. Und ich bin wirklich begeistert, wie viele trotz des krassen Regens den Weg hierher gefunden haben. Ja, denke ich auch. Also war wirklich schönes Treffen, wieder schöne Autos gesehen, nette Menschen getroffen. Nächstes Jahr wieder? Na, 100%. 100%. Ja. Nächstes Jahr dann wieder richtig voll. Mit viel Sonne. Der Platz. Gut, danke. Ciao.